Ein Minotaurus, Leute. Nein, fall doch nicht wieder um. Vier Pfeile haben wir schon daneben geschossen. Fünf, glaube ich. Sechs. Sieben. Okay, sieben Pfeile gingen daneben. Mal sehen, ob wir sie wieder kriegen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Super. So, gehen wir diesen Weg hier. Zu dieser Höhle. Wie heißt die eigentlich? Räubertalhöhle. Pilze. Hier gibt es aber keinen Weg weiter. Naja, egal. Gehen wir rein. Ich möchte speichern, Leute. Wir sind im Kampf. Jetzt zu speichern wäre ein bisschen blöd. Ein Kobold. So, wenn ich jetzt speichere und lade, ist er wieder lebendig. Na toll. Und mein Pfeil hätte ich gern, aber da ist er da. Egal, wir speichern trotzdem und laden. Da ist halt der Pfeil weg und der Kobold lebt wieder. Aber egal. So, speichern diesen Spielstand. Laden. Geht noch, super. So, töten wir den Kobold wieder. Tank der Konstellation und 82 Gold. Da liegt unser Pfeil sogar noch. Cool. Eine Höhle mit voll mit Kobolden. Allgemeiner Seelenstein ohne Seele. Wir könnten wieder Seelen fangen, Leute. Seele gefangen. So, was für eine war das? Allgemein oder klein? Keine allgemeine. Eine kleine. Wow, okay, dann können wir die ja alle fangen. Streitkolben des Absaugens. Großer Ring des Schockschilds. Starker Tank der Wärme. 71 Gold und ein Rubin. Der nächste. Die nächsten sind da. Toll.
So einfach geht das. 82 Gold. Dann mit der Hexerei. Da ist ja noch eine Truhe. Mit 77 Gold und einer unreinen Perle. So, deine Seele ist die nächste. Jetzt muss ich mir aufpassen, nicht, dass plötzlich die kleinen Seelensteine ausgegangen sind. Ach, wir haben noch 8. Kein Problem also. Was ist hier drin? Ring des Zauberers, Zauberabsorption und Magikerfestung. Großer Seelenstein mit größerer Seele, 760 Gold und ein unreiner Saphir. Mist. Der hat Glück gehabt, seine Seele wird nicht gefangen. Basisring des Frostschildes, Schreckensgriff, ein neues Zauberbuch, Leute, und 56 Gold. Das wird gleich gelernt. Schreckensgriff. Do you want to add a Grasp of Terror to your spell list? Yes. Schreckensgriff. Schule der Illusion. Fertigkeit Experte. Reichweite Berührung. Wirkung. Demoralisieren bis Stufe 20 für 30 Sekunden bei Berührung. Cool. Links oder rechts? Gehen wir da lang. Irgendwas ist da. Ein Minotaurus. Minotaurenfürst. Da brauchen wir überhaupt... Oh, ich wollte gerade sagen, benutzen wir ein Gift, aber er kommt da ja nicht durch. Aber er backt gleich durch, wenn ich ihn nicht zu Fall bringe. Alles schön ins linke Bein. Ein bisschen in die Muskeln. Noch ein bisschen was ins rechte Bein. Das ging zwischen die Beine. Unbeabsichtigt. So, noch ein, zwei Schuss. Einen Pfeil haben wir noch, Leute. Minotaurenfürst. 15 Stahlpfeile kriegen wir zurück und ein Minotaurenhorn. So, irgendwo hier müsste unserer... Ach, der ist wahrscheinlich schon verschwunden. Der Stahlpfeil, den wir hier hatten. Goldsaphiring. Starkes Gift der Lähmung. Dominierende Berührung. Ein neues Zauberbuch, Leute. Verführerische Bezauberung und 7 Gold. Do you want to add a dominating touch to your spell list? Yes. Dominierende Berührung. Schule der Illusion. Fertigkeit Geselle. Reichweite Berührung. Wirkung. Kreaturbeherrschung. Bis Stufe 6 für 30 Sekunden bei Berührung. Cool. Gut. Gehen wir weiter. 16 Stahlpfeile haben wir noch. Dann sind wieder die Eisenpfeile dran. Von denen wir eh schon keine 2000 mehr haben, glaube ich, oder? Dreimal Skooma. In einer Holztruhe. Tja, was wir haben, kann kein anderer haben, nicht, Leute? Mist. Ich habe die Wand getroffen. Aber den habe ich erwischt. Weg mit den Kobolden.
20 Gold und 1 Markt. Was haben wir hier drin? Ein großer Seelenstein ohne Seele, 67 Gold und eine unreine Perle. Ein Glasfall und 79 Gold. Wunderbar. So, gehen wir hier gleich weiter. Schwacher Trank der Lebensenergiewiederherstellung. Und das war's hier. Super. So, jetzt haben wir links einen Weg nach unten und da rechts geht's nach oben. Dann gehen wir jetzt den Weg nach unten. Der führt da runter in die Schlucht vermutlich. Gibt es hier nichts? Okay, hier gibt es nichts. Dann gehen wir wieder nach oben. Dann geht es jetzt da hoch. Hier ist gar nichts. Oh, doch. War es das jetzt? Das war's. Wir sind hier fertig, Leute. Gehen wir wieder nach draußen. Mal sehen, ob wir draußen speichern können oder es hier drin tun müssen. Wie spät ist es? 6.05 Uhr. 6 Uhr abends. Ja, dann kriegen wir noch Sonnenschaden. Wir müssen also hier drin speichern. Dann speichern wir diesen Spielstand hier. Laden. Müsste gehen. Geht. Super. Gut, die leben jetzt alle wieder, aber das ist egal. Bäh. Bäh. Ekelhafte Sonne. So, da drüben ist was. Ich glaube, das sehen wir auch so noch. Ich glaube, die Veillonshöhle, ganz ehrlich, Leute, wenn wir dann hier so rumgehen, machen wir die auch mit. Wenn wir bis dahin keinen Weg hier dorthin gefunden haben. Minotaurus hier ist weg. Das sind Steine, okay. Ich hatte schon gedacht, vielleicht ist das ja wieder. Sind das wieder ein paar Pilze? Gehen wir mal hier weiter. Halt. Da sind Pilze. Noch eine Höhle. Okay, das ist jetzt plötzlich viel weiter weg als zuvor. Ich glaube, ich möchte da jetzt hingehen. Mal sehen, was es dort gibt. Was für eine Sehenswürdigkeit. Leute, ist das ein Einhorn? Oh, irgendwie kommt jetzt irgendwas in meinem Kopf, das ich schon mal in den Kommentaren zu Beginn des Let's Plays vor 500 Folgen, also vor über einem Jahr gelesen habe, irgendwas mit einem Einhorn. Harkane Grove.
Einhorn. Hallo. Wir haben ein Einhorn, Leute. Wir reiten ein Einhorn. Wie geil ist das? Gibt es hier eigentlich sonst noch irgendwas? Diese Höhle da, aber ich glaube, die finden wir auch so dann. Oh. Ich frage mich, ob wir jetzt immer auf dem Einhorn reiten, da wir immer darauf geritten sind. Aber gut, lassen wir das Einhorn Einhorn sein. Ich bin sowieso nicht der Pferdetyp eher, also ich gehe lieber überall hin, als dass ich überall hin reite. Das habt ihr sicher eh schon bemerkt. Pilze! So, da ist aber noch ein Pilz. So. Davon ist jemand. Bis er da ist, können wir hier die Pflanzen ein bisschen ernten. So, Wegschrein von Tiber Septim. Tue weiter im Buß, um die Vergebung der Götter zu erlangen. So, da gibt es noch eine Höhle. Dronarahe. Jetzt aber kämpft jetzt gegen... Wow. Mehr könnt ihr also nicht. Hast du ein Glück? Oh. Dronarahe. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, ebenso. Für euch? Selbstverständlich. Okay. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, also da drüben gibt es irgendwo die Höhle. Da ist ein Oblivion-Portal, Leute. Langsam kommen wieder Oblivion-Portale. Ah nein, halt, Leute, wir sind ja schon mal bei die Schenke zum schlechten Omen, haben wir, glaube ich, gemacht, als Oblivion-Portale noch gespawnt sind. Deswegen sind hier jetzt in dieser Gegend doch Oblivion-Portale. Okay, ich möchte jetzt zu dieser Höhle. Ich glaube, die kriegen wir sonst nämlich nicht. Mingo-Höhle. Hier gibt es tatsächlich einen kleinen Weg hin. Ja. Da ist ein Dedra-Schrein da vorne. Habe ich da ein Licht gesehen? Ja, ihr Licht. So, welcher Seenstein wurde denn jetzt gefüllt? Der Allgemeine hat eine geringere Seele, okay. Der Große hat doch keine, der hier hat eine größere, der hat auch keine, der eine größere. Und dann haben wir noch... Lauter geringere Seelen sind das, okay. Also Kobolde sind geringere, keine kleinen Seelen. Toll! Ja, das heißt, wir haben jetzt theoretisch immer noch... Na gut, das ist eine allgemeine Seele. Wir haben keinen allgemeinen mehr, also lassen wir das. Treffen wir? Ja! Einfach mal alles vollballern. Auch wenn es irgendwie fast keinen Schaden macht. Ach, egal. Machen wir so.